Schwere Auseinandersetzung am Samstagabend im unterfränkischen Marktheidenfeld. An einer Tankstelle trafen zwei Rockerbanden aufeinander. Einige zogen Messer. Mehrere Personen wurden verletzt, zwei sogar schwer. Gegen etwa 22 Uhr heute Abend ist es an der Tankstelle hier im Ortsgebiet von Marktheidenfeld zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Rockergruppen gekommen. Die rund 50 Personen sind aufeinander losgegangen und dann nach der Tat in alle Himmelsrichtungen geflüchtet. Wir sind jetzt gerade mit einem Großaufgebot in der Fahndung nach den Tätern. Wir konnten hier an der Tankstelle 5 verletzte Personen antreffen. Davon ist eine Person schwer verletzt mit einer Stichverletzung, eine weitere Person auch schwer verletzt und 3 Leichtverletzte. Die sind allesamt in verschiedene Krankenhäuser gekommen, teilweise auch mit dem Rettungshubschrauber. Und wir sind jetzt mit einem Großaufgebot an Streifen im Einsatzgrad und suchen nach den flüchtigen Tätern.